Ja, da bin ich auch. Das war gerne. Wenn ihr eine Weile sitzt. Hättest du mich mal hier eingeladen, dann wäre ich euch gebracht. Du bist 90 schon gewesen, ja? Du bist 90 schon gewesen. Das ist nicht mehr. Doch, ich hatte es doch geschrieben, ich wusste es ja. Und wie ist es so, wenn man über 90 ist? Bis 90 geht es immer noch, ja? Herr Lundbaum! Er weiß aber schon, wer ich so bin. Ja, freilich. Jetzt will ich auch nur sagen, wenn. Jutta die Jüngste. Ja, genau. Aber hier ist deine Schwester. Ja. Ja, genau. Nee, ich weiß doch, dass ihr zusammen seid. Ja, ja, wir sind zusammen. Ja, so genau wie ich jetzt will. Ja. Die muss mich ja fragen. Ja. Hast du denn, wenn man älter wird, hat man so blaue in den Kopf. Ja, ja. Wenn man älter ist, ist man immer wieder älter. Ja, ja, genau. Mach das schon mal. Der Wind weht hier, ja. Oh, Mensch, das Kind hat die kleine warme Unterhose. Hätte sich getroffen, das war. Ja, nee. Da waren die Eierweißen. Ja, hallo, mein Schätzchen. Hallo. Hallo. Ja. Oh, ja, ja, Mann. Oh. Meine Güte. Alles, alles Gute nachträglich. Hallo. Und wie geht's? Oskar, ist schon gut. Ja, aber dann nur mal gucken. Hier so. Ne? Hab ich dich auch gerade. Wenn ich deinen Blick sehe. Ich hab eigentlich mit dem Mann nichts zu tun. Ne? Ich habe am Sonntag ganz alleine da gestanden, aber gesessen. Ich habe mir den Rest gesucht. Ja, die ganze Übersicht. Ja, der verschwindet. Hast aber keinen Kraft. Ja. Hallo. Hallo. Grüß Gott, ja. Und ja, ich sage Grüße, ja. Schön. Hallo, alles warm. Nicht, ja. So viel Rente kriege ich nicht, ja. Bruder von Maria. Nee, nur stellvertretender Bürgermeister. Ah, ja, ja, ja. Genau. Jetzt lerne ich Sie auch mal kennen. Schön, schön. Vielen Dank. Ja, wir haben zu danken. Danke schön. Hallo. Hallo, mein Schatz. Du hast dich gekriegt von dir doch. Alles gut, alles persönlich. Ja, danke. Julius! Nein? Das ist aber nett. Wie geht's? Mach zu, sonst wirst du krank. Die ist nicht mehr so schnell. Ist gleich da. Die ist nicht mehr so schnell. Das lasse ich jetzt aber nicht mehr. Das muss jetzt nicht wirklich mehr. Ich frage meinen Abspieler seinen nächsten Gehalt. Erstmal hat er meinen Vater getroffen. Hallo. In Lyon. Der Vater habe ich gehört. Ich war echt betont. Was das? Ich wollte ja nicht auf die Kaiser. Keine Wildfahrerei hier. Das will ich. Ich will ja auch etwas langsamer an zu Fuß hier. Guten Tag. Das ist die Frau von Marion Brandt und Frau Gerd. Herzlich begrüßen. Das ist mir eine Ehre. Sie haben mitgewirkt, dass dieses Werk zustande gekommen ist. Dass wir durften. Mit den Gedanken. Machen mussten sie es allein. Ich hatte ein bisschen Vertrauen geschenkt. Das war ein Herzensgeschenk. Wenn ich da runtergucke, ne? Junge Frau. Hallo. Hallo. Ich bin der Onkel von dem Kleinen. Das war früher mal meine Schulfreundin. Ja, aber die hat mich nicht eingeladen. Ich habe nie wieder. Niemals. Ich habe immer vor der Tür gestanden. Ja, ja. Die Tür war immer zu. Ja. Ja. Echt? Einmal Klinke. Ja, ja. Oh, da hat es ja viele Tränen. Ja, viel zu hat viele Tränen. Das will er jetzt nicht wissen. Ja, ja. Einen Kaffee? Nein, nein. Kaffee. Ja, ich habe hier Frau Kollegin, mein Freund. Ehrenwert.
Ja, ja, du bist ja schon jeden Tag was trinken. Ja, schick ein Bier oder so. Ja, ja. Ja, ja. Ja, super. Ja, ich weiß, dass du nicht lächeln willst, aber. Sehr geehrte Frau Bürgermeisterin, liebe Frau Dr. Marion Franz, Herr und Herrn Markus Janicki, herzlichen Dank, dass Sie die freundliche Einladung von Matthias und seiner Frau Karin Kaiser angenommen haben. Rückblickend auf das Jahr 2019, als ich zur Geburtstagsfeier meiner Schwester Gertrud in meiner Heimat war, bleib hier, lud mich mein Neffe Matthias, zu einer Flurrundfahrt zum Hagelkreuz am Grünberg mit Station Heiligen Antonius ein. Wir fuhren zum Heidelberg, um dieses Kreuz zu besichtigen. Durch Gestrüpp und hochgewachsene Bäume bahnten wir uns den Weg zum Kreuz einer alten Bank da unten, die noch da steht. Dort erwarten wir in mir der Wunsch, den Hagelkreuz wieder Glanz zu verschaffen und der Heimatgemeinde ein schönes Ausflugsziel zu ermöglichen. Diesen Wunsch von mir griff mein Neffe sofort auf, versprach mir das Kreuz und das Umfeld ansehnlich zu gestalten. Wie Sie hier alles sehen, ist dies mit viel Arbeit und Herzblut. Dank Matthias und seiner Frau Karin bestens gelungen. Nochmals herzlichen Dank euch beiden. Ihr habt ein Herz sehr erfreut. Liebe Freunde und Gäste, auf dieses schönes Ergebnis stoßen wir gemeinsam an. Geislin, den 23. Oktober 21. Heinz Christoph Kaiser. Bitte. Angenehm. Ja. Frau Bürgermeister. Er bat mich auch mal ganz kurz zu was zu sagen, ein wenig unvorbereitet. Ja. Im Reden bin ich ja immer gut. Meistens. Du kannst gut improvisieren. So, Matthias ist ja auch immer gut im Reden und hat so vor einiger Zeit den großen Mund so ein bisschen vollgenommen, hat gesagt, er will hier oben was machen. Er hat es Herrn Kaiser versprochen. Dann habe ich gedacht, ach na, mein Lieber, dann nehme ich dich doch mal beim Wort und dann machen wir Nägel mit Köpfen. Insofern muss ich sagen, bin ich natürlich also auch ganz froh. Ich hatte natürlich gar nicht geahnt, dass das wirklich in diesem Ausmaß dann stattfindet. Ich war ja schon froh, wenn der Blick frei ist, weil wir ja hier auch öfter mal lang gehen und mit dem Hunde spazieren gehen und dann hier oben schauen. Aber wie es geworden ist und wie offen es auch gerade gestaltet ist, ist natürlich wirklich sehr schön geworden. Und es ist natürlich ein Projekt, was für die Gemeinde natürlich immer entgegenkommt, wenn wir wenig bezahlen müssen und die anderen viel Arbeit haben. Aber ich sag mal, wenn Herr Kaiser den Mund schon mal voll nimmt, dann nehme ich das natürlich dann für bare Münze und möchte mich aber auch ganz herzlich bedanken bei denjenigen, die viel gearbeitet haben, aber ganz besonders natürlich beim Ideengeber. Ne? Also ohne ihren Anstoß. Druck, ihren Anstoß, sage ich mal, wäre es nicht so weit gekommen. Insofern, nein, darauf habe ich gesagt,
er holt noch zwei Eichenbäume und die stehen da. Doch, sehr, also sehr schön geworden. Sehr schön. Also, insofern, vielen, vielen Dank. Danke für die Ansprache. Das ist ja nicht so. Letzter Bericht in der Wochenzeitung, das hat mir sehr gefallen. Und vor allem das, schön. Das schöne Geschenk von der Gemeinde Kalender. Und ihr habt jetzt schon wieder ja, es gibt zu meinem Geburtstag hat mir jemand geschenkt. Dankeschön. Zum Wohl aller. Zum Wohl. Bitte. Buffet ist eröffnet. Greift zu. So, wir haben noch eine Kleinigkeit gerichtet. Zu essen und zu trinken ist da, solange wie es reicht, können wir uns hier oben noch ein bisschen vergnügen, solange wie es die Gemeinde duldet. Aber deswegen haben die Bürgermeisterin eingeladen. Ja, solange ich da ist, kein Problem. Nein. Und erstmal schönen Dank für die angenehme Zusammenarbeit mit euch. War pflegeleicht. War jetzt eigentlich immer gut. Bleib so, wie du bist. Also, zum Wohl. Ein kleines Häppchen, dann passt das. Ich auch, Matthias. Was? Ich auch lege leicht. Du kommst näher dran in der zweiten Rede. Oh, sage mal, Hund, was ist denn mit dir los? Pass auf, Nils. Sieht ja schon. Super schön. In der Not schmeckt er richtig auf ohne Brot. Und Käse? Der muss nichts. Ja. Schon. Da wurde ja damals beim Papa Linzer dann Anfang der Jahre nee, das Kreuz nicht gemacht, wurde der Stein hingesetzt. Und das Kreuz wurde ja bei Frau Kahn. Das war durch Frost mal so abgebrochen, dass oben der Kopf gegeben hat. Und da hat er nur einen Hagelstein gesehen. Das ist der Stein, der daneben steht, da ist ja ein Korn hier drin, Blitz. Da steht noch was drin. Achso, da ist noch was drin hier. Ganz gut, dann. Das noch. Ja. Von oben das Bild. Ja, ja. Ja, gut, es gibt ja auch mehr, wie ich oben zeichnen muss. Ganz kurz. Herr Fotograf, darf ich dich noch mal ganz kurz? Gerhard, darf ich dir ein kleines Präsent hier, ein kleines Präsent von meinem Onkel für die schönen Videos, die du über Eislingen geschickt hast? Bitte. Das freut mich. Nein, Sie haben mir so eine große Freude gemacht. Sie haben eine große Freude gemacht. Das ist keine Bestechung. Aber nun ein kleines Maulkorb. Ich bin doch blöd. Du holst jetzt links zum Anker rein. Da hätte auch mal eins gestanden. Aber das war schon weg, als, also du als Kind, kannst du dich daran erinnern. Nein, Eisfelder Häppchen. Lecker. Immer wieder lecker. Hector. Ja, ich hab da vorne noch was. Ne? Ja, genau. Ja, genau. Hocke sind zwei. Hier mit dir. Hier. Das ist ja ganz schlimm. Das ist ja ganz schlimm. Ja, die Arme frei. Ja, das ist ganz schön geil. Das ist ein Vater, Papa. Das ist ein Vater.